Keine einfache Aufgabe, die auf Lars Leuenberger zukommt. Nicht nur an Emotionen mangelt es dem SCB, sondern schlicht auch an Personal. Gerade seit heute ist klar, Yannick Schwendener bleibt vorerst im SCB-Tor. Die Nummer 1 Marco Bührer wurde am Fuß operiert und fällt wohl bis Ende Saison aus. Doch immerhin fängt das Spiel vielversprechend an für den SCB, nämlich mit einem Überzahlspiel. Und das Powerplay läuft. Konecker 1:0. Gespielt sind erst 2,5 Minuten. Koneckers Tor Nummer 11 diese Saison. Trotz früher SCB-Führung, das Spiel ist zu Beginn ausgeglichen. Martin Revaj, der neue Tscheche bei Gotteron zu Beni Plus, eine große Chance für die Gäste und keine schlechte Einführung von Revaj auf Schweizer Eis. Allerdings korrigiert Revaj den guten Eindruck gleich wieder. Scheibenverlust gegen Moser. Der zieht davon und trifft zum 2:0. Noch keine 10 Minuten sind gespielt. Und für Lars Leuenberger geht der Plan bisher voll auf. Dabei herrscht ja eben beim SCB solch ein Personalmangel, dass zum Beispiel der erst 16-jährige Luca Ischier einen Stammplatz hat. Zu Recht, wie er hier zeigt. Penalty nach der Stockbremse von Gons. Ischier nimmt Anlauf und schießt daneben. Das wäre dann doch zu viel des Guten gewesen. Trotzdem kann Lars Leuenberger beruhigt in die Pause gehen. Der Start ist geglückt. Das Mitteldrittel, Freiburg mit Bückhoff zu Salminen. Zuerst geblockt, dann im Tor. Der Anschlusstreffer für Gotteron. 24 Minuten gespielt. Freiburg ist wieder dran und hat dann gleich auch noch die Chance auszugleichen. Denn es spielen 5 Freiburger gegen 3 Berner. Doch Blum schnappt sich die Scheibe und zieht los Richtung Gons. Ein Shorthander in doppelter Unterzahl. Nein, es bleibt beim 2:1. Die doppelte Überzahl kann Gotteron nicht nutzen. Aber trotzdem werden die Freiburger immer stärker. Kilian Motte mit der ersten Chance und es bleibt heiß. Bern kann nicht befreien. Mare zu Fritsche und die Großtat von Yannick Schwenden. Die Berner entgehen haarscharf dem Ausgleich. Zeit für das erste Timeout von Lars Leuenberger als SCB-Trainer. Bewirken tut das allerdings nicht viel. Gotteron bleibt die bessere Mannschaft. Bern kann nicht befreien. Revaj zu Motte, der Ausgleich. 2:2. Gotteron wird belohnt für die deutliche Leistungssteigerung im zweiten Drittel. Und dieses Mal kann Lars Leuenberger nicht mehr ganz so zufrieden in die Garderobe gehen. Das Schlussdrittel verläuft lange ereignisarm, kaum Chancen. Dann Moser für Bergenheim. Bergenheim bringt den SCBN wieder in Führung. Schön der Pass von Moser, doch die Entscheidung war das noch nicht. Gotteron sucht den Weg ins Berner Drittel, der scheint versperrt. Dann kommt die Scheibe vors Tor, Motte mit der Ausgleichschance. Motte ziemlich alleine vor dem Tor. Eine Minute vor Schluss, Gotteron ohne Torhüter. Moser für Plus, 4:2. Jetzt ist das Spiel entschieden. Bern gewinnt nach 4 Niederlagen sein erstes Spiel unter Lars Leuenberger. Die Leistung allerdings abgesehen vom Startdrittel nicht überzeugend. Auf den neuen Trainer wartet noch viel Arbeit.